Peshawar. Northern Brood. Satellitenerfassung erfolgt. Gut, wir müssen wieder zurück auf Dachhöhe. Okay, bleiben Sie dran. Wir triangulieren. Moment. Okay, wir haben den Händler geortet. Unterwegs? Negativ. Es gibt Komplikationen. Das Fahrzeug steckt mitten im Verkehr fest. Sie müssen zu Fuß hin. Es wird schwer, auf offener Straße unerkannt zu bleiben, Sir. Der Einsatz erhöht sich. Die Pakistaner rücken in den Bereich vor. Sie haben schon zwei Hauptrouten gesperrt. Die wollen wohl auf beiden Hochzeiten tanzen. Das war nicht der Deal. Die machen gerade einen neuen. Es wird ziemlich unübersichtlich, Leute. Können wir Käufer gegen Händler eintauschen? Geht nicht, Hunter. Der Händler ist der große Fang. Haben die Pakistaner ihn, kommen wir nicht mehr dran. Entkommt er, finden wir ihn vielleicht nie wieder. Wir kriegen ihn, Sir. Was machen wir mit der pakistanischen Armee? Wir schicken sie von der anderen Seite rein. Dann treiben die Pakistaner das Ziel auf sie zu und es kommt nicht zu ungewollten Kämpfen. Damit das klar ist, sie dürfen die Pakistaner auf keinen Fall angreifen. Werden die zu uns auch so nett sein, Sir? Solange die sie nicht sehen. Wann ist der Vogel hier? Ist gerade im Anflug. Das ist der Worst Case da unten. Überall laufen Zivilisten rum und eine Menge Gegner zwängen sich durch den Verkehr. Achten Sie auf Ihre Ziele und auf das, was dahinter ist. Verstanden. Markiere die Position für Sie. Verstanden. Hunter ist unterwegs. Es ist ja ein bisschen komplizierter, wa? Warum läuft nicht einmal was nach Plan? Das frage ich mir auch manchmal. Naja, weil der Plan gar nicht so gut war. Passt auf, Jungs. Gut. Augen auf, Gentlemen. Wir müssen das Auto finden. Sie sind unterwegs. So, das war ein Ziviles. Auf 12 Uhr. Hat sie festgenagelt. Guck mal, stirb jetzt. Ich bin scheiß Zivilist und muss deswegen jetzt überall hinlaufen, wo ihr hinschießt. Ich versteck mich hinter diesem mega coolen Auto. Es ist das erste Auto, was es gibt. Frisch auf dem Markt. Das hat eine eingebaute Ich-Tute bis zum Endlichkeitsmodus. Die wird auch jeder Fahrer haben. Aufpassen, weg! Runter, runter! Ich zieh um! Wohin willst du denn ziehen? Wer ballert denn hier? Ich will gern wissen, wer hier schießt. Oh, das war knapp. Hier ist es noch einer im Auto. Cool, jo. Der kann so viel in Deckung gehen, wie er will. Natürlich muss das Auto jetzt rauchen. Oh, es war knapp. Fast hätte ich den Zivilisten aber erschossen. Zivilisten! Wir lassen die coole Musik hier abspielen. Ja, yeah, chillig. Steht direkt vor dir, hinter diesem mega coolen Drecksauto. Aber der hat kein eingebautes. Beep, 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 beep. Schade eigentlich. Ich mag das Beep, beep, beep.
Alter, spiel ich hier Alarm für Cobra 11 oder was? Alles klar, bleib ich da stehen, wo er mit der Buzzy hinballert. Also ich werf alles bei dem, was mir gerade so durch den Weg, durch die Gegend läuft. Schnauze! Schnauze! Meine Figur ist anscheinend verwirrt, er will sie nicht. Fick dich! Darf ich nicht doch auf Zivilisten schießen? Es sind so viele davon. Also könnten sich welche davon als Zivilisten tarnen. Und uns vorbeirennen und uns von hinten erschießen. Wie zum Beispiel. Der da! Ja, das war kein Zivilist. Das war ein Böser. Wir müssen zu dem Fahrzeug. Los! Sichert den Bereich! Direkt voraus! Gegner mit einem Sturmgewehr! Ziel erledigt! Machen wir sie fertig! Bewegt mich! Sitze fest! Sie suchen Deckung! Ja, welche Drühe? Ja, B? Hab ich doch. Kontakt von vorne! Was hast du? Er hat das Mondgewehr! Ey, verarsch mich nicht! Kannst du die Granate mal schön behalten, Junge? Vorwärts zum Auto, sicher das Ziel! Puh. Ist bumm gemacht. Sicher! Sicher? Okay, Ghost, wir sind sicher. Hi, Auto. Da ist eh keiner mehr drinne. Ach! Das Ziel ist weg! Overlord, Hunter, können Sie das Ziel sehen? Ist das ein Handy? Eine Bombe! Ich würde sagen, nimm das Handy bloß nicht auf. Na. Nein. Overlord, hören Sie mich. Aua, das Fiepen. Hunter, nein, immer nicht. Hören Sie mich. Kommen, Hunter. Overlord, Hunter ist intakt. Was war los? Das Auto des Händlers war präpariert. Und das Ziel? Der Händler hat ein neues Fahrzeug und flieht. Sie müssen ihn aus der Luft verfolgen. Wir schicken Hubschrauber, um sie aufzunehmen. Zum Sammelpunkt. Okay, wir kommen. Ah, wir machen es diesmal einfach und lassen uns einfach hochziehen. Wir müssen uns nicht irgendwo erst hinkämpfen, dort drumballern bis dahin. Sondern wir können direkt mal ins Hübelschrauber einsteigen. Bewegung, Leute! Wir haben den Händler identifiziert. Sie ist Russin, Katja Prugova. Es ist eine Frau? Da lag ich mit Weib doch gar nicht so falsch. Wir tun alles, um mehr herauszufinden. Aber wir haben schon genug, um uns Sorgen zu machen. Berichte bringen Sie mit einer Import-Export-Firma in Verbindung mit Kontakten zu kriminellen Elementen. Diese Leute sind sehr gut darin, Dinge verschwinden zu lassen. Waffen, Geld, Leute. Wenn sie untertaucht, würde es eine Menge Zeit kosten, sie wieder auszugraben. Die DIA mischt mit und die NSA hat eine Akte. Aber es geht nichts über ein persönliches Gespräch. Wir brauchen Sie leben, Gentlemen. Sagen Sie das den Nachbarn? Das reinste Wespennest. Scheinbar will jeder, der eine Waffe hat, mitspielen. Sie müssen aufräumen, bevor sie stoppen. Und sie müssen sie stoppen. Unsere Vögel schaffen es nicht, sie bis nach Afghanistan zu jagen. Passiert sie die Grenze, ist sie weg. Verstanden, Overlord. Das war ein Witz. Keine Ahnung.
Los geht's! Escort ausschalten. Das ist ein Escorter, bestimmt. Stirb. Kontakt, leichtes Feindfahrzeug. Mauerhuhnjagd. So, erstmal ein Bus mit 15 Kindern abgeballert. Nicht scheißegal, Zivilisten. Stirb! Wir können ihr Fahrzeug sehen. Kümmern Sie sich um die Begleitfahrzeuge. Nicht das Primärziel angreifen. Wiederhole, nicht das Primärziel Stirb. Angreifen. Stirb! Tut was oder die Räuber Nein, mein Handy vibriert. Was ist jetzt los? Ja, halt auf sich wieder Fanghubschräubel. Na gerade! Weiter Druck machen! Stopp! Ja, wir haben gleich! Was ist zu beobachten? Okay, okay, jetzt zeigen wir es Ihnen! Stellen Sie doch einen Vogel quer, mal sehen, ob sie da rumkommt. Achtung, es geht los! Schlag her dazu, los! Oh, das sollte sie aufhalten. Meinst du? So, und jetzt landen wir auch mal. Danke. Hätten die es nicht drinne. Das war viel zu einfach. Sie ist eingekreist. Sichert den Bereich. Das war viel zu einfach. Ein Laster. Ab 12 Uhr! Sie bekommen Verstärkung! Oh, er steigt aus und kriegt aufs Maul. Vorsicht, sie kommen! 9 Uhr, Vorsicht, verlegt! Lade nach! Und der denn her? Die Luft gejagt, du Schwein. Geh in Position. Feinde auf 9 Uhr. Es ist ein Laster. Ja, schon Deckung. Nautschen. Ich bin verwundet. Vielen Dank. Harum ist tausendmal besser treffen als so. Ja, wenn ich so mache, treffe ich tausendmal besser als wenn ich so mache. Was ist der Unterschied? Auf 6 Uhr! Naja. Ich finde sowieso immer am geilsten, wenn du ein Ballerspiel hast. Du visierst nicht ran. Du schießt aus der Hüfte. Alter, dann fliegen die Kugeln kreuz und quer durch die Gegend. Aber sobald du Visier hast, fliegen die schön geradeaus. Oh fuck, eine Brandgranate, ich seh nichts. Die ist nicht da. Jetzt nicht viel zu sichern. Ha, ich geh erstmal in Deckung damit. Tritt doch wieder was aus. Das muss doch gleich explodieren. Sie lebt noch. Overlord Hunter, Ziel gesichert. Roger Hunter, bringen Sie sie her. Da tritt Öl aus. Da kommt doch gleich ein Typ mit der Panzerfaust. Nein, doch nicht. Okay, cool. Jo. Das war's schon? Aha. Das war ja mit die easyste Scheiße, die ich je gespielt habe.
Aber gut, das soll's gewesen sein. Keine Ahnung. Wenn das nun mal so schnell beendet ist, das Level, soll es mir auch wurscht sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie immer. Schreibt alles in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.